Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria. Kiria van de Kamp ist mein Name und ich bin Hebamme und Love, Sex and Relationship Coach, also Coach rund um die Themen Liebe, Sexualität, Beziehung. Und es ist auch ganz unterschiedlich, warum Menschen mich kontaktieren. Auch als Hebamme habe ich mich schon mit dem Thema lustvoll gebären beschäftigt und wie das denn möglich sein könnte. Und davor habe ich als Tantra-Masseurin 10 Jahre professionell gearbeitet, auch Workshops gegeben in Tantra-Massage. Also viel Erfahrung in den Bereichen von Sexualität gesammelt. Und dann begegnet mir manchmal diese Frage, brauche ich einen Sexcoach oder wofür braucht man einen Sexcoach? Und ich spreche einfach frei. Also ich habe hier keinen Teleprompter und habe mir auch keine lange Liste gemacht, was ich euch alles erzählen möchte. Ich spreche einfach drauf los. Ich erlebe so zwei und mehrere verschiedene Bereiche, aber es gibt so zwei Extreme. Die Leute, die sagen, nein, brauche ich überhaupt nicht, bei mir läuft alles prima. Und die Leute, die das Gefühl haben, nee, es läuft überhaupt nicht prima. Ich wünsche mir, dass da sich was verändert. Ich habe auch Menschen schon beiderlei Geschlechts gehabt, die noch gar nie Sex hatten zum Beispiel, auch in höheres Alter ist schwer zu sagen, aber mittleres Lebensalter, sage ich mal. Ja. Das ist so das eine Extrem, Menschen, die noch gar keine Erfahrung damit gehabt haben und sich das aber wünschen oder auch Menschen, die nicht viel empfinden. Das ist durchaus auch häufiger so. Das kommt auch manchmal erst in längerfristigen Beziehungen auf, dass am Anfang, häufig bei Frauen auch, wenn eine Verliebtheit da ist und die Lust da ist, dass dann durchaus Erregung und Lust auftaucht und dann, dass das nach einer Weile abflaut und dann fast so was wie eine Frigidität kommt und man gar nichts mehr spürt. Bei Männern, die sind eher, ich sag mal, motiviert, was zu machen und zu verändern, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, wenn er nicht mehr steht oder so, ja, wenn es irgendwie nicht mehr klappt oder einfach immer schwierig ist mit der Zeit in Beziehungen, in der Sexualität. Der Mensch ist einfach neigt dazu, dann was tun zu wollen, wenn der Leidensdruck groß ist. Ja. Und das ist bei Menschen unterschiedlich. Und manche sagen, oh, ich brauche doch keine Therapie. Also es macht ein Coach keine Therapie, das ist nicht dasselbe wie Therapie. Trotzdem habe ich manchmal Menschen mit Traumata, auch im sexuellen Bereich. Und manche stellen sich auch, ich habe schon Fragen gekriegt, wie, ja, gehst du dann zu den Leuten und guckst, wie die Sex haben und gibst denen dann Tipps oder was? Nein, mache ich nicht. Also bisher habe ich das noch nicht gemacht. Und es geht auch nicht darum, nur irgendwelche Tipps zu Stellungen oder Selbstbefriedigung oder sowas zu geben, rein technische Tipps, sondern es geht wirklich darum zu gucken, was ist denn da los, ja? Und wie kann man denn die eigene Energie anregen oder ausdehnen oder was freilegen, was einem vielleicht gar nicht ermöglicht, wirklich in die Lust zu kommen. Und falls du denkst, du kennst sowas vielleicht und denkst, du bist alleine damit, nein, das ist höchstwahrscheinlich nicht so. Das kennen sehr viele Menschen. Ja. Und das ist auf beiden Seiten so. Also ich höre das sowohl von Frauen als auch von Männern. Die Probleme oder Herausforderungen sind manchmal ein bisschen unterschiedlich geartet. Und in meiner Erfahrung nach ist es so, dass es Sinn macht, auf verschiedenen Ebenen zu gucken. Schon auch physisch zu schauen und mit Körperübungen zu schauen, aber auch zum Beispiel mit Atemübungen zu schauen und auch manchmal zu schauen, okay, was liegt denn da drunter? Wo ist denn die Blockade? Und da braucht es einfach auch die Bereitschaft, hinzuschauen und hinzuspüren. Denn wenn jemand nur auf einer oberflächlichen, körperlichen Ebene den Reiz verstärken will, damit kommst du nicht ans Ziel. Ja? Das braucht eine Bereitschaft, nach innen zu schauen und zu gucken, wo liegt denn die Blockade? Und häufig liegt die sehr früh, schon in der Kindheit, ja? Dass du in deinem sexuellen Ausdruck beschnitten wurdest, gehemmt wurdest, bewertet wurdest, Mama gesagt hat, igit ba pfui, da fasst man nicht hin und solche Sachen und Selbstbefriedigung nur heimlich unter der Bettdecke im Dunkeln stattgefunden hat. Und dann kann es auch passieren, dass über diese Arten, wo wir so begrenzt wurden, viele Menschen eine Art zum Beispiel auch von Selbstbefriedigung entwickeln, die dann irgendwann nur noch auf diese eine Art geht. Ja, das gibt es bei Frauen und bei Männern, dass es ganz bestimmte Fantasien braucht oder eine ganz bestimmte Stelle oder eine ganz bestimmte Berührung und dann geht es nur so. Und dann sagen sie oft, ja, ich kann das dann schon auf die und die Art, kann ich mit mir selber zu einem Orgasmus kommen, aber ich kann das zum Beispiel nicht mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Da habe ich auch schon von beiden Seiten gehört, sowohl Männer als auch Frauen. Ja. Und häufig gibt es auch so ein Gefühl von, Mensch, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Ja, ich komme zwar irgendwie zum Orgasmus, aber es hat nicht so eine tiefe Erfüllung, wie ich von manchen Menschen höre. Ja? Das höre ich oft mehr von Frauen,
zunehmend auch manchmal von Männern, weil bei Männern habe ich oft das Gefühl, solange die noch einen Orgasmus haben können, ist irgendwie funktioniert das alles. Und den Mut, die eigene Sexualität zu hinterfragen, zu schauen, ob da noch mehr möglich ist, da braucht es eine gewisse Reife und wirklich Mut auch dazu, um zu schauen, okay, ich könnte ja vielleicht noch was dazulernen. Ja? Also man kann sowohl an Techniken deutlich was dazulernen, wenn man bereit ist zu erforschen und auch, ja, Lehrer, Lehrerinnen zu suchen, von denen man was lernen kann, aber auch mit sich selber. Ja. Häufig ist sehr viel Anspannung in den Menschen drin im Sex und das führt nur bis zum gewissen Level, auch bis zum gewissen Level von Vergnügen und Bliss und Erfüllung und Ekstase, denn über eine reine Anspannung ist gar nicht so viel möglich, wie über eine Entspannung möglich ist. Ja. Aber das ist oft so ein bisschen counterintuitive in unserem Kopf, wegen ich muss anspannen, ich muss anspannen, ich muss anspannen auf diesen Erregungsgipfel zu und dann gibt es endlich diese Entladung. Und wenn du aber lernst, zum Beispiel in die Erregung hinein zu entspannen, dann kann sich dieses Gefühl, dieses Lustgefühl, das, was wir alle wollen, viel mehr ausbreiten, kann viel größer werden und viel ekstatischer werden. Dann kann überhaupt so etwas wie Ekstase überhaupt auftauchen. Und ja, du das kennenlernen, dass das nicht nur so ein zielgerichtetes Energieaufbauen, Spannung aufbauen, Entladung und gut ist, ja, und dann einschlafen, ja? Sondern dann ist wirklich eine längerfristige Ekstase möglich und dann ist es manchmal auch gar nicht mehr so wichtig, ob da ein Orgasmus ist oder nicht, weil einfach das, ich sag mal, das davor schon so schön ist und so ekstatisch und lustvoll ist, da ist es dann mehr so ein ekstatisches Floaten, ja. Und ich habe noch lange nicht das Gefühl, dass ich so am Ende der Fahnenstange wäre, dass ich ausgelernt hätte. Und ich habe schon einiges ausprobiert. Und ich möchte euch einfach ermutigen, nicht, dass ich sage, du musst dir einen Sexcoach nehmen. Das sage ich nicht. Aber so ein bisschen den Horizont zu öffnen. Wow, was, wenn da noch viel mehr möglich wäre in meinem eigenen Liebesleben, sowohl mit mir selbst wie auch mit anderen? Vielleicht weiß ich noch gar nicht, was alles möglich ist an Erleben, an Erfahrung. Und wie wäre das, wenn meine Sexualität auch irgendwie entspannter sein könnte, wenn da gar nicht so viel Druck drin wäre, irgendwas erreichen zu müssen, sondern wenn es mehr ein freudiges, lustvolles Erlebnis sein könnte? Ja. Und ja, da möchte ich dich einfach inspirieren, da mit dir auszuprobieren und zu erforschen. Ja. Und ein Schlüssel, kann ich dir sagen, ist auf jeden Fall Atem, Bewegung und Entspannung. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und ihr dürft mir gerne Fragen stellen, wenn das Fragen sind, wo ich das Gefühl habe, da können auch andere von profitieren. Und ich mag was dazu sagen, ich habe dazu überhaupt was zu sagen, dann mache ich da gerne ein Video draus. Wenn Leute mir ganz lange Texte schreiben, dann kann ich die oft gar nicht lesen, und Fragen stellen, die aber sehr spezifisch für sie persönlich sind, sie eigentlich eine Beratung wollen, dann mache ich das nicht einfach so, weil das ist mein Job und kein Hobby. Aber wenn es Dinge sind, wo ich das Gefühl habe, ah ja, da fragt jemand auf eine Art, dass auch andere davon profitieren können, dann nehme ich das gerne auf und mache da gegebenenfalls mal ein Video zu. Also alles Liebe und bis bald.